im großen Schwurgerichtssaal zu Nürnberg begann genau ein Jahr nach der Eröffnung des ersten großen Kriegsverbrecherprozesses die erste Verhandlung gegen 23 führende nationalsozialistische Ärzte. Das Militärtribunal besteht aus 4 amerikanischen Richtern. Den Vorsitz führt Oberrichter Biels. Zahlreiche deutsche Zuhörer waren zu der Verhandlung zugelassen. Der erste Tag war der Verlesung der Anklageschrift vorbehalten. Sie erfolgte durch den amerikanischen Hauptankläger General Telford Taylor. Karl Brandt, Siegfried Handloser, Paul Rostock, Oscar Schroeder, Karl Genscher. Die Anklageschrift enthält 3 Gruppen von Verbrechen. Gemeinsame Verschwörung, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Zu den in der Anklageschrift aufgeführten Delikten zählen zahllose Morde und Grausamkeiten in Konzentrationslagern, Krankenhäusern und Versuchsanstalten, sowie unmenschliche medizinische Experimente, begangen an hilflosen Männern und Frauen. Jeder Angeklagte wird von Oberrichter Biels einzeln aufgerufen und gefragt, ob er sich schuldig oder nicht schuldig erklärt. Karl Brandt, der frühere Leibarzt Adolf Hitlers, Generalleutnant der Waffen-SS und Reichskommissar für das Sanitäts- und Gesundheitswesen. Against you. Guilty or not guilty? Nicht schuldig. Der zweite Hauptangeklagte ist Siegfried Handloser, früherer Generaloberstabsarzt und Chef des Wehrmachtsanitätswesens. Alle 23 Angeklagten bezeichneten sich als nicht schuldig. Die einzige Frau unter den Angeklagten, Hertha Oberhauser, früher Ärztin im Frauen-KZ Ravensbrück. Nachdem alle Angeklagten ihre Erklärung abgegeben hatten, vertagte sich das Gericht für 2 Wochen. Der Krieg und die Not haben den Tiergarten vom grünen Park zur grauen Wüste gewandelt. Doch der deprimierende Anblick der aufgewühlten, brachliegenden Riesenfläche verändert sich in diesen Tagen aufs Neue. Im Rahmen der Brachlandaktion des Berliner Magistrates wird auch der Tiergarten für den Gemüse- und Kartoffelanbau herangezogen. Englische Traktoren helfen bei der Bearbeitung des Bodens. Von den 900 Morgen der früheren Parkfläche werden etwa 400 Morgen teils im Großen bewirtschaftet, teils an Kleingärtner abgegeben. Die Bewohner Berlins legen sich an der Siegessäule ihrer Nutzgärten an. Der Tiergarten sorgte früher für die Erholung der Berliner. Jetzt wird er ihrer Ernährung dienen. In Dachau fällte das amerikanische Militärgericht das Urteil gegen die Verantwortlichen für das ehemalige Konzentrationslager Mauthausen. Von 61 Angeklagten wurden 58 zum Tode durch den Strang verurteilt. 3 erhielten lebenslängliche Zuchthausstrafen. Jeder Angeklagte tritt einzeln vor und nimmt vom Vorsitzenden, General Prickett, den Urteilsspruch entgegen. The vote was taken concurring, sentences you to death by hanging at such time and place as higher authority may direct. Das Gericht in geschlossener Sitzung unter Zustimmung von mindestens 2 Dritteln der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder verurteilt sie zum Tode durch Erhängen. Zeit und Ort für die Vollstreckung werden von der höheren Militärbehörde bestimmt werden. Take it away. The court in closed session, at least 2/3 of the members present at the time the vote was taken concurring,
sentences you to death by hanging at such a time and place as higher authority may direct. Das Gericht in geschlossener Sitzung und unter Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder verurteilt sie zum Tode durch Erhängen. Zeit und Ort für die Vollstreckung werden von der höheren Militärbehörde bestimmt werden. August Eigruber. August Eigruber, der frühere Gauleiter von Oberdonau, einer der Hauptverantwortlichen für das Lager, in dem allein von 1942 bis zum Kriegsende 70.000 Menschen eines gewaltsamen Todes starben. Das Gericht in geschlossener Sitzung und unter Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder verurteilt sie zum Tode durch Erhängen. Zeit und Ort für die Vollstreckung werden von der höheren Militärbehörde bestimmt werden. Und so einer nach dem anderen. Der Angeklagte Hans Hegenscheid. Der Angeklagte Kaspar Klimowitsch. Der Angeklagte Hans Spatzenegger, der mit eigener Hand Hunderte von Opfern im Mauthausener Steinbruch ermordete. Der letzte der zum Tode verurteilten Verbrecher, Viktor Zollert, wird nach dem Richtspruch in den Zellenbunker zurückgebracht.